Hier hinter mir, in ca. 600 Meter Entfernung, ist der FDP-Parteitag. Und 600 Meter, das ist zufälligerweise genau die Strecke, die 2019 neu an Schienen in Deutschland gebaut wurden. Sachen gibt's. Die Not bei der Bahn ist groß. Zum Beispiel fehlen aktuell 1500 Lokführer. Vielleicht finde ich ja hier vor Ort ein paar Quereinsteiger, die Lust haben, bei der Bahn mit anzupacken. Und herzlich willkommen, auch ein besonderes Willkommen an die Vertreter der Heute-Show. Ich denke da vor allem an Fabian Köster und übrigens Rudi Rentschler. Der sitzt wieder da drüben bei den Baden-Württembergern, liebe Heute-Show. Herr Rentschler. Die Deutsche Bahn will sich rundum erneuern, auch die Ansagen sollen neu eingesprochen werden und dafür wollen wir Sie. Oh, das ist eine Ehre für mich, aber ich glaube nicht, dass ich da der richtige Ansager bin. Der nächste Zug wird pünktlich ankommen, vielleicht eine Minute vor fahrplanmäßiger Ankunft. Da merkt man dann doch wieder, die FDP bleibt eine Spaßpartei. Wie geht's Ihnen? Ein Parteitag ohne Sie wäre echt scheiße. Ja, oder? Ja, ja. Und ich habe eine Bitte. Ich würde das gerne mal machen. Sie wollen's machen. Und wie fühlen Sie sich? Okay, und noch, immer noch gut? Noch gut, aber ich will mit Ihnen über die Deutsche Bahn reden. Ja, das habe ich befürchtet. Ich finde das nämlich so super, wenn er immer eine Frage stellt und dann den da macht. Ja. Bevor man antwortet, sagt er, was erzählen Sie denn für ein Blech? Ist ein guter Trick, ne? Oder? Aber bei Ihnen stimmt es ja meistens auch, muss man dazu sagen. Ne? Ich nehme es mal wieder. Ah, ja, okay, ich will Sie in die Arbeitslosigkeit. Ja, ja. Könnten Sie sich vorstellen, Lokführerin zu werden? Lokführerin, ICE. Nur auf der Strecke, wo man 300 Kilometer, also auf gut Deutsch nirgendwo. Irgendwo. Genau. Das Schönste ist, wenn man in einen Bahnsteig kommt, auf einen Bahnsteig, und es riecht so richtig wunderbar nach Urin. Dann weiß ich, dann sind Sie angepisst, zu Hause angekommen. Sind Sie da angepisst? Aber ich bin da sowas. Sind Sie wegen angepisst? Ja, ja, ich habe den Witz schon verstanden. Ja, ja, genau. Ich bin sowas von angepisst. Könnten Sie sich vorstellen, nach Ihrer Zeit in der Politik Lokführer zu werden? Wir haben Personalmangel. Ich fürchte, nach meiner Zeit in der Politik, mit den weiteren Fortschritten bei der künstlichen Intelligenz, ob es dann überhaupt noch Lokführer gibt. Ich hab also vor, noch ein bisschen länger Politik zu machen. Ob Sie die Menschen bei der FDP nerven oder Lokführer werden, ist doch auch egal, oder? Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Der Mann wird Lokführer. Ich weiß, dass es keinen Spaß macht, über die Bahn zu reden, aber wir müssen es nun mal tun. Die Lage im Netz ist schwieriger als die der FDP. Ja, das ist die einzige Lage, die noch schwieriger ist. Ja, die Lage ist nämlich im Netz ist schwieriger als die der FDP, weil völlig überlastet. Wichtig ist bei der Aufgabe natürlich Humor. Ja, Sie sind Schienenbeauftragter. Braucht man da Humor? Brauchen wir auf jeden Fall Humor. Ich möchte jetzt hier aber auch mal mit Klischees aufräumen. Natürlich ist die FDP nicht nur eine Porsche-Partei. Das sieht man auch am riesigen Andrang hier am Stand der Deutschen Bahn. Haben Sie kurz für mich Zeit? Ja, klar. Hätten Sie Lust, Lokführer zu werden? Also als kleiner Junge habe ich natürlich davon geträumt, aber ich verstehe nichts davon und ich habe ja jetzt eine andere Aufgabe und da bleibt auch zum Umschulen nicht mehr so viel Zeit. Dann stelle ich lieber eine rechtliche Frage an Sie. Ist die Deutsche Bahn in Ihrem aktuellen Zustand ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Nein, und vor allen Dingen ist ja wichtig, dass der Verkehrsminister alles in seiner Macht Stehende tut, um den Stau, um diesen Investitionsstau, der sich da über Jahrzehnte aufgetürmt hat, jetzt auch aufzulösen. Das wäre wichtig, denn das müsste Ihnen mal jemand sagen. Sie haben ja die Deutsche Bahn zur Chefsache erklärt. Jetzt die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, weil Sie das, glaube ich, noch nicht mitbekommen haben, Sie sind der Chef, der sich jetzt drum kümmern muss. Ich bin der Bundesverkehrsminister und kümmere mich natürlich um die Deutsche Bahn. Wir haben Rekordinvestitionen vor und wir müssen natürlich jetzt auch sehen, dass dieser Netzzustand, den wir haben, so nicht bleiben kann. Jetzt werden ja im Haushalt 2023 12 Milliarden für Bundesfernstraßen ausgegeben, nur 9 Milliarden für Bundesschienenwege. Ich habe mir erst einen Gag überlegt dazu, aber ich dachte, es ist vielleicht lustiger, wenn ich einfach den Koalitionsvertrag zitiere. Wir wollen erheblich mehr in die Schiene als in die Straße. Und viel schöner ist es noch, wenn Sie sich den letzten Koalitionsausschussbeschluss anschauen und da steht ja erheblich mehr drin. Da steht nämlich die Zahl von 45 Milliarden drin. Obwohl auch noch nicht geklärt ist, wie es finanziert werden soll. Diese Lkw-Maut reicht ja nicht. Naja, aber wenn Sie alleine die Einnahmen der Lkw-Maut sehen und Sie nehmen die Einnahmen der Lkw-Maut zusätzlich zu dem, was da jetzt schon im Entwurf steht, dann haben Sie erheblich mehr, was wir in die Schiene investieren. Und tun wir das, was wir zu Beginn der Regierungszeit auch zugesagt haben und im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ne? Darf ich noch einen Fakt zum Ende sagen? Und zwar habe ich gelesen, 2022 wurden 74 Kilometer Schiene neu gebaut und 10.000 Kilometer Straße.
Das war der Fakt, den ich einfach nur auf den Weg geben wollte. Und da kann ich Ihnen sagen, das wollen wir auch ändern, weil wir durch diesen letzten Beschluss im Koalitionsausschuss jetzt ein deutliches Beschleunigungskonzept auch für den Schienenausbau vorgelegt haben. Trotzdem, letztes Jahr 74 Kilometer Schiene, 10.000 Kilometer Straße. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Scheuer. Sehr witzig. Und wie hießen Sie nochmal? Kanal da abonniert und ein Like da lasst. Wagenreihung heute in Abmoderation umgekehrter. Zusehen fürs Danke.